Die Lage für 1860 Münchens Trainer Werner Lorand wird immer prekärer. Nach dem Ausscheiden im UI-Cup gab es heute auch beim 1. FC Köln die zweite Saisonniederlage. Nach einer insgesamt niveauarmen ersten Halbzeit gingen die Kölner kurz nach der Pause durch den eingewechselten Markus Kurt in Führung. Der Freistoß kam von Kapitän Lottner. Durch das 1:0 von Kurt die Kölner jetzt mit mehr Sicherheit. Das Tor von Alexander Bade kam nur einmal bei diesem Freistoß von Thomas Hessler ernsthaft in Gefahr. Ansonsten die Münchner mit einer desolaten Vorstellung und kurz vor dem Abpfiff auch noch das 2:0 für den 1. FC Köln. Torschütze wieder Markus Kurt mit freundlicher Unterstützung des 60ers Didin. Den Kölnern reichte eine durchschnittliche Leistung zu einem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen 1860 München.